Hallo ihr Lieben, hier ist Nathalie wieder mit einer neuen Ausgabe der Wochenkarten. Diesmal wieder aus Barcelona, aus dem Park. Das Meer war einfach zu windig heute. Aber wann immer es geht, nehme ich euch mit ans Meer. Versprochen. Ich habe drei wunderschöne Karten von den lieben Göttinnen mitgebracht und habe vorher aber noch einiges anzukündigen, beziehungsweise anzukündigen, dass meine neue Webseite endlich online ist. Ich freue mich auf ganz zahlreiche Besuche, ich freue mich auf euer Interesse und ich habe auch so einiges Neues eingebaut. Also es wird einen Blog geben, Aktuelles wird es geben, schaut euch einfach mal um. Und freue mich natürlich auch über Feedback dazu. Und das Ganze ist natürlich auch mit meinem YouTube-Kanal verknüpft. Also ihr Lieben, so, aber jetzt legen wir los mit den Göttinnen für die Woche, die ich bei euch, für euch dabei habe. Da kam zuallererst die Artemis mit Pfeil und Bogen. Und die Artemis möchte euch darauf hinweisen, dass ihr euch die Woche absolut keine Sorgen machen braucht. Die Energie ist zum Teil recht empfindlich und man macht sich zum Teil Gedanken über Dinge, die sind einfach, wie soll ich sagen, es gibt nichts Sinnloseres, als sich Sorgen zu machen, denn, also sie sagen, sie verstehen, dass man sich Sorgen macht, denn man hat ja auch schon viele Erfahrungen gemacht und es sind ja schon viele Dinge passiert, die nicht so toll gelaufen sind eventuell. Also neigt der Mensch dazu, sich Sorgen zu machen, weil er das ja nicht wieder erleben möchte. Aber es gibt nichts Sinnloseres, als sich Sorgen zu machen, sagt die liebe Artemis. Und es ist so, denn gerade durch das Sorgenmachen ziehe ich mir natürlich Dinge an, die ich nicht will. Aber sie sagt, ich soll euch doch bitte ausrichten, dass alles gut ist. Ihr und eure Lieben und alles, was euch wichtig und heilig ist, ist versorgt und absolut geschützt. Ja? Also macht euch bitte keinerlei Gedanken. Es ist wirklich alles in bester Ordnung für die Woche. Was dann noch gleich kam, war die Diana. Wie ihr sicherlich sehen könnt, die Diana hat ebenfalls Pfeil und Bogen. Eine Übereinstimmung, die Artemis teilt. Es ist ganz wichtig für die Woche wieder für euch, dass ihr euch wieder ein Stückchen weniger ablenken lasst. Dass ihr wieder ein Stückchen, wie soll ich sagen, mehr euch auf das wirklich, wirklich Relevante und Wichtige in eurem Leben konzentriert. Das, was ihr wirklich wollt, nämlich. Ja? Und dass ihr einfach euch wieder ein Stückchen mehr bewusst werdet, wo ihr euch zu sehr ablenken und zerreißen lasst durch verschiedene Medien, Computer, Fernsehen, andere Menschen, was auch immer. Und das ist ganz wichtig, dass ihr euch wirklich da Gedanken macht bezüglich der Tatsache, dass ihr natürlich auf der Ebene, auf dieser zerrissenen Ebene, wenn ihr euch zu sehr verteilt mit eurer Energie, mit eurer Aufmerksamkeit, dass ihr natürlich genau dann auch die Dinge anzieht, die ihr nicht wollt. Sprich, ihr zieht euch immer so ein bisschen was von dem an, was ihr wollt, aber nicht genau das, weil dazu reicht die Energie einfach und der Fokus nicht aus. Also es ist wichtig, dass ihr euch diese Woche wieder ein bisschen um Klarheit in euren Gedanken und in eurem Fokus bemüht und dann auch feststellen dürft, sofort sagt die liebe Diana, dass die Dinge sich auch relativ schnell wieder klären und dass sich die Dinge wieder eindeutiger für euch eintüten. Also nicht ein bisschen von dem und ein bisschen von dem, sondern ihr habt einen klareren Fokus und das bringt euch auf jeden Fall auch eine klarere, bessere, entspanntere und erwünschtere Situation. Ja, und die Diana hilft euch dabei die Woche. Als drittes kam, was euch ebenfalls natürlich dabei unterstützt, klarer zu sein, die Sarasvati. Und die Sarasvati spricht von den schönen Künsten. Und sie ist immer dann da, wenn es wichtig ist, dass ihr euch wieder mehr auf eure Kreativität konzentriert. Und wieder guckt, was ist es denn, was euch ganz besonders Spaß macht und Spaß bringt, was euch besonders einsaugt, gedanklich, wo ihr wirklich die Zeit und den Raum vergesst und einfach ihr selber seid. Ganz wichtig, das war jetzt ein ganz wichtiger Satz, ich habe sogar Gänsehaut dabei. Also, ihr sollt wirklich darauf achten, was ist es, was euch richtig, richtig, richtig Spaß macht. Und wenn ihr kleine Kinder dabei beobachtet, wenn die spielen, die sind ganz
in ihrem Spiel. Die sind ganz versunken und das ist was, wo man wirklich mit seiner inneren Führung komplett konform geht. Und das hilft euch natürlich, wenn ihr euch jetzt, wie gesagt, kreativ betätigt, egal in welcher Form. Alles Mögliche gibt es da. Die Bandbreite ist riesengroß. Jeder hat da was Eigenes für sich. Dann ist es ganz, ganz toll, dass ihr einfach eure Energie kanalisiert und euren Fokus klärt auf eine Sache. Und das wird euch, wie gesagt, viele, viele, viele klare Momente bringen und klare Erfahrungen bringen und einfach auch so ein bisschen entrümpeln in eurem Leben, sprich auch in euren Erfahrungen. Ja, wenn der Fokus passt, dann könnt ihr euch einfach aufs Wesentliche konzentrieren und das auch tun, was sehr, sehr wichtig ist. Ich habe jetzt von einer ganz lieben Zuhörerin eine ganz lustige Anregung bekommen. Und zwar gab es eine Frage zu dem Thema, wie werde ich reich und wie bleibt das dann auch so? Ich musste herzlich lachen drüber, weil ihr könnt euch sicherlich vorstellen, die Frage wird wahrscheinlich jeden interessieren, nehme ich jetzt mal an. Und dazu gibt es von mir jetzt im ersten Schritt mal zu sagen. Der erste Schritt, den die meisten Menschen falsch machen, also falsch im Sinne dessen, dass sie sich in eine Blockade reinbegeben, ist das, dass man sich darauf fokussiert, was nicht da ist. Ja, wir wünschen uns etwas, das tun wir den ganzen Tag, ob wir es bewusst tun oder nicht, es ist vollkommen unrelevant, wir bestellen und bestellen und bestellen. Meistens, wenn es nicht reicht, dann bestellen wir noch mehr und bestellen und bestellen. Das, was wir bestellt haben, ist auf Schwingungsebene da. Das wisst ihr sicherlich. Jetzt heißt es, ja, wie komme ich denn da jetzt ran? Das ist ja schön, dass es auf Schwingungsebene da ist, aber ich würde es ganz gerne auf dem Bankkonto haben und ausgeben können oder anfassen können oder irgendwas damit tun können, was ich mir wünsche. Und da ist es jetzt einfach wichtig. Seid jetzt im ersten Schritt mal damit zufrieden, dass ihr bestellt habt, dass ihr ganz klar geäußert habt, was ihr wollt, mehr oder weniger bewusst, aber ihr habt es geäußert, ganz sicher, und dass es da ist. Und wenn ihr jetzt aufhört, darauf zu starren, was nicht da ist, natürlich meist in etwas ungeduldiger Form, was verständlich ist, wenn ich jetzt dringend Geld brauche, dann bin ich nicht sonderlich geduldig, sondern dann will ich das jetzt und hier und so fort, denn dann sage ich mir, ich fühle mich besser dadurch. Es ist ganz wichtig, dass ihr wirklich, und da sind wir wieder beim Thema Fokus, wie schon gerade, dass ihr euch auf die Dinge fokussiert, die schon da sind. Ja, Schritt 1. Und das gebe ich euch jetzt einfach mal ganz schön als sehr positiv besetzte Hausaufgabe mit. Konzentriert euch bitte, wann immer ihr euch dabei ertappt oder entdeckt, sage ich lieber, dass ihr wieder auf das leere Bankkonto schaut oder auf Dinge, die eben noch nicht da sind, fokussiert euch stattdessen ganz, ganz, ganz bewusst darauf, dass ihr ja schon bestellt habt und aber auch darauf, was bereits da ist. Also dieses Mangelfokussieren bremst zuallererst ganz grausam, ihr Lieben. Ja? Also Hausaufgabe für euch. Bis nächste Woche, mindestens. Schaut bitte dahin, wo es schon geklappt hat. Da gibt es garantiert irgendwas in eurem Leben, was schon funktioniert hat. Alles, was ihr euch erschaffen habt, lebt ihr ja schon. Das wart alles ihr, niemand sonst. Das könnt nur ihr. Ja? Also freut euch erstmal darüber und Zeit und Raum darf jetzt zuerst mal vergessen werden. Ja, auch wenn es pressiert, sagt man in Bayern, sondern es ist wichtig, dass ihr wirklich sagt, jetzt ist einfach mal Schluss mit Ungeduld und ja, wo bleibt es denn jetzt und das ist es noch nicht und da ist es noch nicht und wo ist es denn jetzt und auf Schwingungsebene nützt es mir nichts. Alles ist gut, ihr fokussiert jetzt bitte, bitte erstmal das, was schon da ist. Ganz, ganz, ganz wichtig. Schritt 1. Nächste Woche spreche ich über den nächsten Schritt. Wenn ihr weitere Anregungen habt, die ich beantworten soll oder zu dem Thema spezielle Fragen habt, freue ich mich ganz arg sehr, wenn ihr mir die schickt, wie bisher. Ich freue mich sehr, sehr, sehr drauf. Ich freue mich auf eure Anfragen. Ich freue mich auf eure Kommentare, Anregungen. Ich habe mich auch schon bereits über alles sehr gefreut in der Vergangenheit und bemühe mich, wenn ihr das wollt, natürlich auch euch Fragen
schriftlich zu beantworten oder Kommentare zurückzuschicken, wie auch immer. Und ja, bis dahin wünsche ich euch jetzt eine wundervolle, entrümpelte Woche. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.